Ja, wir haben, wie ich schon auf Facebook geschrieben habe, warte, hier ist eine Straße, vor, ein Follow Me Around zu drehen, und zwar unser allererstes, und die Sonne blendet gerade, und wir sind gerade an der Koppel, also wir gehen gerade zur Koppel und holen den Momo, damit der in den Stall gehen kann, bis der dran ist, und mit den Kleinen fangen wir dann danach an, und ja, dann könnt ihr mal sehen, wie chaotisch das bei uns immer alles funktioniert. Jetzt will er nicht mehr, ne? Würde ich auch nicht wollen. Du Arsch, jetzt trinke ich gerade nochmal. Ja, das ist jetzt die Trinkpause. Ich will auch noch was trinken. Trink, 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 trink. Na, Katja, guckst du her? So, was machen wir jetzt? Wir gehen wieder raus an die Koppel und dann tun wir mit den Ponys Springbilder machen. Oder sowas in die Richtung. Falls sie wollen, ja. Falls sie springen werden. Na dann, raus geht's. Komm. Kleines Maskiertes. Hallo. Pony. Hallo. Ich mich verarschen, das Gras schmeckt Cappuccino. Der geht nicht weg, Katja. Nö. So, während die Chrissy hier noch brav ihre Mama assistiert, hier kein Feld geritten hat, der Schritt gehen, fange ich mal an, Stangen aufzubauen. Mach mal, ja, mitspringen lassen. Mit Komplikationen. Wir tun ja jetzt Momo putzen und dann also versuchen es. Und dann gehen wir vor die Tür. Scheißfliege. Ja. Endlich passiert was. Ja. Was der wohl sein kann. Ja, es hat nicht so geklappt, wie wir dachten. Wo ich einfach zu doof. Ja, sagt. Also ist es nochmal nicht einfach, ein Pferd abzulichten, vor allem wenn es nicht stehen bleiben kann. Vor allem, wenn es geländegeil ist.